Hallo meine Lieben, bis dato bin ich mit dieser Drohne geflogen. Das ist eine DJI Mavic 2 Pro. Wiegt ungefähr so 700 Gramm, wenn ich gut im Bilde bin. Und ab dem 1. des 1. 2024 werden sich da die Drohnengesetze ändern. Und mit dieser Drohne darf ich dann leider Gottes nicht mehr in Ortschaften fliegen. Auch nicht über unbeteiligte Personen. Das ist dann auch verboten. Das heißt, ich muss mich überall auf eine Entfernung von circa 150 Meter mit dieser Drohne auf Entfernung halten. Das macht natürlich dann keinen Spaß mehr. Dann kann ich nur noch irgendwo in der Pampa fliegen, wo kein Mensch mehr ist. In den Dörfern respektive in den Städten ist es dann verboten. So einfach ist das. Also muss was anders her. Und da habe ich da schon geäugelt mit Drohnen, die unter 250 Gramm liegen. Und da kommt nur eine in Frage, und zwar die DJI Mini Mavic 3. Diese DJI Mini Mavic 3 kam zu mir wie das Kind zur Jungfrau. Das kann ich euch sehr schnell erzählen. Ich habe eine gesucht, aber nicht nach dem Motto dringend, dringend, dringend. Neupreis ungefähr so 1400 Tacken bei DJI mit dann noch der Refresh Care drauf, das heißt die speziellen Versicherungen, wenn das Ding mal runterfällt, dass das dann repariert oder ersetzt wird vom DJI. Und wie der Zufall wirklich so will, der hatte einer eine zu verkaufen. Ungefähr von der Ortschaft, wo ich wohne, 50 Kilometer von hier, zu einem Preis, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Das heißt, dabei wären die drei Akkus, die Drohne selber mit der großen Fernsteuerung, mit allem Pipapo, also Neuwert über 1400 Euro mit der Versicherung, und dazu gab es noch eine Speicherkarte von 256 GB, eine U3, also eine sehr schnelle Karte. Das Ganze zu zwei Drittel vom Neupreis. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen, und da habe ich mir das Ding geleistet. Wie man sieht, das ist sehr leicht, das ist sehr viel Plastik, würde ich mal sagen. Die Propeller sind einfach hier gehalten durch diese Plastikdinger, und dann sieht das Ganze dann so aus. Wenn ich jetzt die andere Drohne als Gegenstück nehme, dann sieht man sofort hier den Größenunterschied. Das ist schon eine andere Richtung, oder wir können das Ganze noch mal umdrehen. So sieht man das jetzt noch besser. Und das ist schon eine andere Hausnummer, wie gesagt, 249 Gramm. Das Einzige, was man dazu noch braucht, das ist eine Drohnenregistrierung, die steht dann hier oben drauf. Eine Drohnenhaftpflicht. In Städten und Wohngebieten ist es erlaubt, mit dem Ding hier zu fliegen. Und über Personen kann man auch fliegen, also über einzelne Personen gut verstanden, nur über Gruppen nicht. Gut, das will ich auch gar nicht, das suche ich auch nicht. Wie gesagt, tolles Ding meiner Meinung nach, und genau das wollen wir jetzt testen. Für mich persönlich muss so eine Drohne klein und kompakt sein.
Wie man sieht, das hier passt sehr gut in diese Box hier rein. Hier ist die Fernsteuerung, die ist da geschützt mit diesem Stück Plastik. Dann, somit kann ich immer dann die Steuerknüppel drauf lassen. Das ist ein Stück Plastik, das auch aus China gekommen ist, wie die Drohnen natürlich auch. Ich habe das nur drauf gesetzt, wenn man jetzt hier die Befestigung zumacht, würde sonst hier die Befestigung an sich auf dem Bildschirm liegen. Das muss nicht sein. Die Akkus sind dann so klein, wiegen fast nichts. Das Ganze wird dann geladen über USB-Anschlüsse. Da ist kein Netzteil mehr dabei. Das heißt, der Hersteller geht davon aus, dass jeder so ein USB-Schnelllader zu Hause hat. Im anderen Fall muss man eben einen kaufen. Was ich mir noch geleistet habe, das ist dieses kleine Pad. Die Drohne an sich hat jetzt keine Füße mehr für irgendwo im Gras zu landen oder so. Da ist schon so ein Pad von sich aus erwünscht. Und wie man sieht, das passt auch sehr gut hier in diesen Rucksack hinein. Und da ist auch noch Platz für die Action Cam, so restlich für die Akkus der Action Cam, die man auch noch unterwegs braucht. Also man bekommt jetzt alles, oder ich bekomme jetzt alles hier in diesen Rucksack hinein, und das ist schon eine sehr praktische Sache. Über die Drohne hier werde ich jetzt keine Wörter verlieren. Es sind genug Kollegen da, die die Drohne schon vorgestellt haben, lange vor mir. Mit der Mini Mavic 3 nehme ich immer auf in 50 Frames pro Sekunde. Das heißt 50 Bilder pro Sekunde. Das PAL-System braucht nur 25. So bekomme ich auch eine leichte Slow Motion hin, wenn ich diese brauche. Genauso gut sind alle meine Kameras eingestellt im D-Cine-like. Das ist ein spezieller Aufnahmemodus von DJI, wo die Farbe relativ flach gehalten wird. Das Ganze vom D-Cine-like ist zu vergleichen in der Fotografie mit JPEG und RAW-Format. JPEG hast du einfach deine Bilder, wie sie sind, und im RAW-Format kannst du sie hernach richtig bearbeiten, wie du es merkst oder wie du es einfach vorschlägst, für deine Fotos zu präsentieren. Genauso ist es hernach in der Postproduktion mit dem Schnittprogramm Premiere Pro. Da kann man hernach die Videoszenen bearbeiten mit einer LUT, wie man es will und wie man es braucht. Man kann verschiedene LUTs bei DJI downloaden, das ist kein Thema. Hier für die Mini Mavic 3 hat man zum Beispiel eine. Es gibt auch eine andere für die Action Cams. Wir wären mal wieder am Ende. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wärt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mal wieder eine Idee geben. Bleibt gesund und dann ciao ciao und bye bye. Bis zum nächsten Mal.